und damit auch dem Gründer- und Dienstleistungszentrum hier. Das Team ist einfach fantastisch. Sie werden das gar nicht so merken, was eigentlich alles im Hintergrund abläuft und wie viel Arbeit schon lange im Vorfeld damit verbunden ist, damit wir eine so kommode und auch technologisch hochgerüstete und erfolgreiche Tagung durchziehen können. Das ist einfach wunderbar. Und im selben Atemzug möchte ich auch das Medienzentrum meiner Universität, der TU Bergakademie Freiberg, hervorheben, die diese ganze Internettechnik machen, wo, wie Sie wissen, unsere Veranstaltung live gestreamt wird und deshalb nicht nur von uns, die wir hier sitzen, verfolgt werden kann, sondern auch von Menschen auf aller Welt. Das ist eine großartige Sache. Ja, etwas ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie nicht vor lauter Eifer hier reingestürzt sind, sondern geschaut haben, was es an dem Empfang für Literatur gibt. So etwas haben Sie noch nicht gesehen. Naja, manche von Ihnen schon, zumindest unter dem Titel Annalen der Meteorologie. Aber dass die Annaberger Klimatage durch die Deutsche Meteorologische Gesellschaft derartig geehrt werden, dass der Tagungsband in dieser Reihe erscheinen darf, ich glaube, das ist etwas, wofür wir dankbar sein dürfen. Und stellvertretend für diesen Dank möchte ich Frau Professor Gudrun Rosenhagen erwähnen, die Vorsitzende der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, die auch in wenigen Minuten zu uns sprechen wird. Sie haben teilweise gestern an einer Veranstaltung teilgenommen, am Nachmittag, 100 Jahre Fichtelberg. Und Sie sehen dort auch ein Poster rechts in der Ecke hängen und daneben noch ein Poster 100 Jahre Warnsdorf. Zwei meteorologisch-klimatologische Stationen, deren Wert wir mit jedem weiteren Jahr immer mehr zu schätzen wissen. Es ist großartig, solche Stationen zu haben, die gepflegt sind, die gewartet werden, die zuverlässige Daten liefern. Ich komme gerade aus Brasilien zurück und war dort zu Gast, unter anderem beim Meteorologischen Dienst in Brasilia, ein Land, worein man ganz Europa stecken könnte von der Fläche her. Ein meteorologischer Dienst, der mit einem Zehntel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auskommt, so grob ein Zehntel wie der deutsche Wetterdienst. Und ein Stationsnetz, was so grausam schlecht ist im Verhältnis, dass wir die größte Mühe haben, aus den Daten, die teilweise auch 100 Jahre lange Datenreihen liefern, diese auch nur halbwegs gescheit interpretieren zu können. Und mir wird bei dieser Gelegenheit immer wieder sehr, sehr brutal bewusst, welchen ungeheuren Schatz es darstellt, ein zuverlässiges, gut gewartetes, robustes Netz zu haben. Denn viele Fragen, die wir heute vielleicht nur ahnen, werden uns morgen unter den Nägeln brennen. Und viele von uns werden sagen, ach, hätten wir damals doch nur. Das ist ein Punkt, gegenüber dem 10 Jahre Annaberger Klimatage doch eher wie ein kleines Augenzwinkern erscheinen. Und diese langfristige Denkweise ist etwas, was wir natürlich nicht nur in der Klimatologie brauchen, aber für viele der wesentlichen Zukunftsfragen. Und damit sind wir beim Thema Klimawandel. Dieses Thema bewegt uns alle und Sie wären nicht hier, wenn es Ihnen egal wäre. Das Besondere an den Annaberger Klimatagen ist aber gar nicht so sehr der globale Klimawandel. Den spüren wir ja gar nicht. Das ist ja fast mehr Statistik als Wirklichkeit in der Wahrnehmung. Aber was wir spüren, ist regionaler Klimawandel. Und da ist das Erzgebirge eine der Regionen in Europa, in dem sich das sehr deutlich spüren lässt. Und nicht nur für Wissenschaftler. Für die breite Öffentlichkeit ist bis heute ein großes Missverständnis da, was sehr schwer auszurotten scheint, nämlich der Unterschied zwischen Witterung und Wetter und Klima. Und ich lese regelmäßig, und Sie wahrscheinlich alle auch, in den beliebigen Medien, auch Qualitätsmedien, wie irgendwelche Witterungsereignisse sofort mit Klimawandel gekoppelt werden und man so tut,
oder meint, dass also Verhältnisse in einem besonderen Jahr etwas seien, was sich nun partout mit Klimawandel erklären könnte. Dem kann so sein, dem muss aber überhaupt nicht so sein. Und alle, die sich mit Klimatologie befassen, wissen das. Wenn man denn aber, und dazu ist unsere Zunft ja zuständig und verantwortlich, wenn man denn aber aus diesen Daten Informationen heraus extrahieren kann, die einem sehr unmissverständlich zeigen, was da vor sich geht und wie sich das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weiterentwickelt, dann sind wir auch klug beraten, wenn wir uns daran anpassen. Denn bestimmte Dinge sind nun mal nicht durch Zuwarten zu lösen, sondern nur durch proaktives sich vorbereiten. Das können wir Menschen eigentlich ziemlich gut. Aber wir machen das meist erst, wenn es uns so richtig auf den Zehen drückt. Und das ist dann meistens auch teurer, als wenn man es rechtzeitig tut. Ja, und deswegen finden Sie im Programm auch etwas über Witterungs- und Klimaextreme. Dem widmen wir dieses Mal überdurchschnittlich viel Zeit, weil es dazu eine ganze Menge brandneuer Erfahrungen und Erkenntnisse gibt, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Nun habe ich wirklich genug geredet und ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und nun vor allem zunächst unserem Staatsminister das Wort erteilen. Vielen Dank.